Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man die Debatte verfolgt und sie seit dem November verfolgt, dann kann man nicht anders als festzustellen, es ist ein Treppenwitz, was Sie für eine Entfesselung für ein Industrieland wie Nordrhein-Westfalen verkaufen. Es ist ein Treppenwitz, dass Sie darstellen, dieses Land entlasten zu wollen und dieses Land fördern zu wollen durch ein solches Gesetz, wie Sie das hier vorlegen, dass Sie das als Wirtschaftsförderung, Stärkung des Einzelhandels und zum Beispiel auch bei der Frage der Ladenöffnungszeiten als einen Kampf gegen den Versandhandel verkaufen. Das ist schon wirklich unterirdisch und lässt alleine daran zweifeln, dass Sie hier wissen, was in der Wirklichkeit wirklich los ist. Meine Damen und Herren, Ideologie und fester Glaube helfen nicht, wenn man die Wirklichkeit betrachtet, sondern man sollte sich dann schon damit auseinandersetzen, was Fachleute einem sagen. Und damit beginnt schon der erste Fehler. Der runde Tisch, der kurz davor war, Ergebnisse vorzulegen, und zwar konsensuale, übrigens mit den Kirchen, die sich bis heute darüber beschweren, wie das einfach verhindert worden ist, wie das kurzerhand abgelöst worden ist, der hätte in diesem Land ein Stück weit Rechtssicherheit, auch Befriedung geschafft. Aber das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt, weil die Ideologie der FDP dem im Wege stand. Sie behaupten, Sie würden mehr Rechtssicherheit schaffen und weniger Bürokratie. Sie machen aber mit Ihren sogenannten Sachgründen, die weit gefasst sind, damit jeder alles darunter verstehen kann, genau das Gegenteil. Das haben Ihnen die Expertinnen und Experten in der Anhörung auch durch die Bank bescheinigt. Das interessiert Sie aber nicht. Das interessiert Sie noch nicht mal, obwohl das OVG in Münster Anfang Dezember, also in Kenntnis genau Ihres Entwurfes, dieser Gesetze, dieser Artikelgesetze, noch einmal ganz klar festgestellt hat, es sei die Pflicht des Landesgesetzgebers, den Sonntagsschutz sicherzustellen und zu erhalten. Trotzdem gehen Sie so vor, wie Sie vorgehen. Und dass Sie die Sachgründe so fassen, wie Sie sie fassen, aber die Feststellung den Kommunen überlassen, hat ja genau damit zu tun, dass Sie eben wissen, dass die Rechtssicherheit nicht vorhanden ist, sondern dass sich mit den Klagen hinterher die Kommunen auseinandersetzen. Und es werden nicht weniger Klagen werden und es werden nicht mehr, weniger Kosten werden, sondern es werden mehr Klagen werden und mehr Kosten. Und wir werden uns in ein, zwei Jahren unterhalten. Das lässt sich ja am Ende des Tages sehr einfach feststellen. Also ich halte fest, es interessiert Sie deswegen nicht, weil Sie es wie in vielen anderen Fällen in diesem Parlament in den letzten 8 Monaten den Kommunen zuschieben, am Ende den schwarzen Peter zu haben. Und wenn Sie dann nicht mehr weiter wissen, wir haben es eben wieder gehört bei Herrn Bombis, dann kommen Sie mit dem Versandhandel. Als ob Sie Amazon, eBay und Co. tatsächlich durch 4 Sonntage, an denen Sie die Läden öffnen, in die Schranken weisen können. Mitnichten, überhaupt nicht. Wenn Sie das ernsthaft wollten, Herr Pinkwart insbesondere, wenn Sie das ernsthaft wollten, dann könnten Sie sich mal überlegen, ob Sie ein Einzelhandelsstärkungsgesetz vorlegen würden, ob Sie, der Sie so gerne von der Digitalisierung reden, tatsächlich einmal hingehen und die regionalen Online-Marktplätze massiv ausweiten, ob Sie sich mit dieser Landesregierung dafür einsetzen und dem Verkehrsminister, dass die Logistiker, die mit x Autos für die Pakete in die Städte fahren und die Parkplätze und die Straßen zustellen, sich auf ein Fahrzeug einigen müssen, dass die Städte dafür die Instrumente in die Hand bekommen. Sie müssten sich dafür einsetzen, innerhalb der EU und mit der Bundesregierung, dass der Onlinehandel besteuert wird, dass faire Bedingungen herrschen. Von alledem höre ich nichts. Sie arbeiten sich am Sonntag ab mit 4 Sonntagen und Sie liegen völlig daneben. Und meine Damen und Herren, ähnlich ist es auch bei der Frage der Wirklichkeit und Ihrer Gesetzesvorhaben bei der Frage Tariftreue und Vergabegesetz. Für Sie sind faire Löhne, nachhaltige Produktion, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch die Frage der Arbeitsverhältnisse in Schwellenländern offensichtlich nur Gedöns. Wir aber meinen, wie die Kirchen, das sind wichtige Fragen, bei denen die öffentlichen Vergaben hier in Nordrhein-Westfalen mit 50 Milliarden im Jahr eine wichtige Rolle spielen, um diese Grundsätze durchzusetzen. Die sind nicht egal, die sind kein Gedöns, und die Ideologie der FDP ist an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Und meine Damen und Herren, dass Sie noch nicht mal davor zurückschrecken, mehr Bürokratie zu schaffen, zeigen alleine Ihre Änderungen im Justizgesetz. Wer die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens beim Lahnhof für Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Tierschutz schwächt, der schafft nicht nur den Rechtsschutz für die Verbraucherinnen und Verbraucher ab, sondern er geht auch hin
und schafft mehr Klagen vor den Verwaltungsgerichten. Er schafft mehr Kosten, weil es mehr Anwälte geben wird, die die Klagen begleiten. Und er sorgt dafür, dass die Gerichte am Ende des Tages wieder mehr belastet und überlastet werden. Mit anderen Worten, sie schaffen Bürokratie, sie nehmen Rechtsschutz weg. Und das ist ihre Mentalität, der Ideologie opfern sie an dieser Stelle auch den Verbraucherschutz der Bürgerinnen und Bürger.